Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duel List. Tut mir leid, dass ihr letztens nicht so Hintergrundmusik gehört habt. Aber ich habe etwas ausprobiert und es funktioniert nicht, also. Und ja. Und seht ihr, das sind alle DLCs, sind insgesamt 17. Und die kosten einfach zusammen 85 Euro. Dann kostet das Spiel insgesamt 100. 104 Euro. Ist das zu viel? Dafür ist mich nicht interessiert. Hallo? Ja, jetzt. Aber hey. Wir machen weiter mit der Kampagne. Der böse Geist vom Ring. Später in der Nacht ging das Team nach unten zum Abendessen, als sie von ihrem Highschool-Freund Bakura besucht wurden. Als sie sich am Lagerfeuer unterhielten, kam das Gespräch bald zum Duellieren. Hey, lass uns einen Zweikampf machen. Nicht für Sternship, aber viel Spaß. Ich bin dabei. Nach all diesen Sternship-Sachen wäre es schon ein Duell ohne Bedingungen zu haben. Genau, ich glaube ein normales altes Duell klingt nach einer guten Idee. Bevor wir anfangen, gibt es etwas, das ich gerne mit euch teilen möchte. Und vor allem mit dir, Yogi. Nein, es kann nicht sein. Ein Millennium-Gegenstand? Ja, und die Magie von meinem Millennium-Ring will uns ins Schattenreich bringen. Warum tust du das, Bakura? Du hast etwas, was ich haben will. Und die Ziele danach. Bakura, von einem unbekannten Geist besessen, benutzte die Kraft seines Millennium Rings, um seine Freundesseelen wegzuschließen. Ihre Seelen werden uneingesperrt. Und jetzt, nach unzähligen Jahrhunderten des Wartens, gehört mir das legendäre Millennium Puzzle. Genau als Bakura versuchte, das Millennium Puzzle zu packen, fing es an zu glühen. Der Geist im Puzzle erwachte und manifestierte sich in Yugi. Nein, das kann nicht sein. Du willst mein Millennium Puzzle? Dann wirst du mich dafür duellieren müssen. Aber wenn ich gehen will, wirst du meine Freunde freigeben und sendest uns alle zurück. Haha, ich bin mit deinen lächerlichen Bedingungen einverstanden, Yugi. Aber ich verspreche dir, es steht noch mehr auf dem Spiel, als du vorstehst. Und das ist ein Schattenspiel, das du nicht gewinnen wirst. Na, das werden wir sehen. Emma Schmetterlings durch. War es nicht die verbotene Karte? Ich glaube, es war die verbotene Karte. Weil es so eine Endlos-Kombo gefügt hat und mit dieser Endlos-Kombo kommt man mit aus der magischen Bibliothek. Ich glaube, es war die magische Bibliothek. Und halt dann noch sehr schnell Exodia ziehen. So. Bakura hat nichts so Wirkliches. Denke ich mal. Also, ich habe ihn die ganze Zeit gedacht, dass sie nur Müll haben, aber. Er hat sich etwas anderes ausgestellt. So, ich aktiviere erstmal elegante Ulti. Und. Was ist das für ein Scheißdeck? Du verschwindest und. Verschwindest. Du verschwindest und du. Fusion! Flammenmanipulator, Masaki, legendärer Schwertkämpfer. Und so funktioniert Fusion. Man braucht Polymerisation und die hier aufgeführten Karten. Beziehungsweise Monster. Ja, nur Monster. Oh nö, seriously? God damn it. Wow. What's up, bitch? Weggeschlitzt. Einfach nur mal weggeschlitzt. Sehen lass, was man ist. Oh mein. Das ist sexy. Kopfloser Ritter. Überläufer. Seriously? Komm zurück, elegante Wohltäterin. Zurück auf meine Hand.
Au. Au. Was das, Bakura? Deine jämmerlichen Taktiken funktionieren bei mir nicht. Ich aktiviere Seelenlast. Angriffsposition. Angriffsposition. Dafür muss ja 2000 sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Gut. Für mich nicht ganz so behindert. Dann aktiviere ich eine Polymerisation. Mir noch einen Schwertkämpfer. Flammschwertkämpfer. Und jetzt sieht er so das schwarzes Loch. Und elegante Wohltäterin. Ja, mir das dunkle Magier. Ich glaube, Akura keine Lust mehr. Der Ding ist bestimmt so, fuck mich, shit, I'm out. Ach ja, schöne Kombination. Boots, Boots. Das war aber ein spannendes Duell. Bist du in Ordnung, Bakura? Jetzt bin ich es, dank dir. Wo hast du deinen Millennium-Ring herbekommen? Mein Vater fand ihn auf einer Reise. Er sagte mir, es ist aus der antiken Ägypten. Er war im Shoppen auf einem Bazar, als ihm der Millennium-Ring ins Auge fiel. Der Mann, der den Ring an meinen Vater verkaufte, sagte, er hätte etwas mit Duellmonstern zu tun. Aber das macht nie Sinn für mich, da das Kartenspiel neu ist und der Ring eindeutig antik. Als mein Vater zurückkam, gab er ihn mir. Er sagte, er fühlte, dass ich dazu bestimmt war, ihn zu haben. Easy. Panikangriff. Als Thea, Tristan und Joey erwachten, dachten sie, Yugis Duell gegen Bakura war nur ein Traum. Ich habe geträumt, dass Bakura völlig im Spinn war. Ich auch. Letztes Mal, dass ich mit den Duellkarten unter meinem Kopfkissen schlafe. Gut geschlafen, Jungs? Ah, Bakura, tu mir nicht weh. Hahaha. Plötzlich hört das Team einen Schrei aus dem Wald. Der klang wie Mai. Das Team rannte durch den Wald auf eine Lichtung und sah einen sehr großen Duellanten. Mai besiegen. Bye bye, Völchen. Meinen Harbin, sie sind weg. Ich glaube, du meinst eliminiert, genau wie du. Jetzt gib mir all deinen Sternchips, du Loser. Mai, bist du in Ordnung? Gibt der Fred dir einen harten Scheit? Das ist richtig, genau wie Pegasus mir bezahlt zu tun. Den ganzen Duelltrick auf den Inseln auszurotten und entsorgen. Mach das nicht so, Müllmann. Das ist kein Witz, peinlich ist einen der Insel-Eliminators. Und wenn ihr hier nicht weggeht, wird er mit euch genau das gleiche machen, was er mit mir angetan hat. Schaut ihren Duellanten schon an. Nicht ein Sternchip übrig. Du bist aus dem Turnier draußen, Mai? Ich bin. Ging alles so schnell. Die Art und Weise, wie Panic sich duelliert. Ich habe es einfach verloren. Ha, sie war eine meiner leichtesten Opfer bis jetzt. Panic schubst du mal auf den Boden. Du Widerling, es gibt keine Entschuldigung, ein Mädchen zu schubsen. Ich habe schon mit einer Menge von Tyrannen im Leben umgehen müssen. Und ich fürchte, es gibt nur einen Weg, mit ihnen umzugehen. Du musst in Gegenwart treten. Ich möchte sehen, wie du deine Einschüchterungstaktik gegen mich versuchst, Panik. Ich bin nicht einfach zu erschrecken.
Vor allem, wenn ich für meine Freunde eintrete. Yugi, hä? Muss mein Glückstag sein. Pegasus hat einen großen Kopfgeld für den Eliminator versprochen, der dich besiegt. Glaubst du, er würde etwas mehr Geld dazu werfen für eine Körperverletzung? Ich wette alle Sternchips, die ich habe, um euch zu gewinnen. Das ist ein Deal. Wenn du gewinnst, werde ich dir all ihre 8 Sternchips geben, da deine Wette für mich keinen Unterschied macht. Was meinst du? Was damit meine kleine Yugi ist? Wenn du dich gegen Panic duellierst, siehst du viel mehr als nur deine mageren Sternchips. Ich kann die Angst wachsen in den Augen sehen. Ich glaube, du fängst an, in Panik zu geraten. Bist du fertig? Fertig rauchst du Blasen Panik? Das letzte Mal, dass jemand den Mut hatte, so mit mir zu sprechen, wache ich ihn in 2. Lass uns jetzt duellieren. Alright. Montagedrache. Was nicht eine Karte von, hier habe ich schon. Leo. Das klingt ja richtig nach Leo. Mit seinem, Morphdrohnen-Deck. Ja, Leo, ist es? Werdet ihr bei 50 Saga sehen. Kein Bock. Lass mich raten, Müll. Meister Gaia. Wow. Monster Seto. Endo. So. Okay, ist dumm. Und Spiegelcraft. Okay. Wilford greift sein Monster an. Sakuritsu. Wer nochmal zu? Gut. Der wilde Kaiser. Ich weiß, dass er etwas aggressiver geht wegen Spielcraft. Nein. Würde sich nicht lohnen. Weil ein Monster Spielcraft zu opfern. Also doch irgendwann ein Monster beschauen sollte mit mehr ATK. Weil ich einfach Bums mit Spiegel cracked. Nein. Lang werde ich ihm halt die ganze Zeit mit den Effekt bombardieren. Yay. Mutter Christi. Höre Mutter Christi in Angriffsmodus. Danach aktiviere ich den Effekt von meinen Katapultschildkröte und opfere den. Du kriegst 1400 Damage. 700? Nur der Hälfte, ups. Ups! Der kann einer nicht lesen. Und weitere 700 Damage. Yay. Und tschüss. Solange er hinter die ganzen Monster in Verteidigungsposition setzt, ist mir eigentlich scheißegal. Weil ich bombardiere ihn nur mit Fähigkeiten. Yay. Ich nenne die Folge Katapult-Schildkröte, führe mich zum Sieg. Bombardiere mich zum Sieg. Lol. Ach.
So ein langes Duell. Und tschüss. Ja. Langweiliges Duell. Wollte ich nur mal so anmerken. Ne? 1300 Damage. Ich bin im Anzug. Bevor ich noch dumm mache. Bevor ich noch dumm mache. Ja, das nennt man Deutsch. Noch ein Drachenfluch. Ich weiß nicht, ob es ein Fluch oder ein Segen ist. Tschüss, wieder Kaiser, niemand braucht dich. Yay, bringt dir sowas und viel. Wenn ich dich nur mit Effekten bombardiere. Effekte des Todes. Weitere 600 Damage. Bitch. Ich meine, das ist halt super langweilig, was ich mache, aber weiß drauf. Was, ich werde einen Drachenfluch doch einfach mal opfern. Kann man ja mal machen, ne? Kann man aber auch lassen. Kann man aber wieder machen. Was heißt das? Oh mein Gott, dieser Hu. Okay, es bringt jetzt ihn jetzt nicht so viel in den Angriffsmodus zu spielen. Ich habe das Gefühl, da liegt im Bett noch eine Sakuritz-Rüstung. Mindestens einer. Deshalb werde ich die einfach nur so spielen. Denn einfach Zug für Zug nacheinander ab. Einfach ballern. Ich meine, man könnte ihm halt einen Angriff wagen. Ich glaube, ich wage einfach mal einen Angriff. Ich habe so etwas gerechnet. Dazu war ich das. Ich bin zu behindert. Warum mache ich das? Mann, warum? Warum? Warum spiele ich nicht einfach safe? Warum? Warum bin ich behindert? Der Level ist safe runterschwimmen müssen, nicht die ganze Level wie für meine Tür aktivieren. Warum? Ich mach nur noch diese Geräusche. Raven. Warum bin ich boosted? Gut. Why am I boosted? Nein.
So ist deine Taktik wieder. Oh, nur weil dich hundertprozentig Pussy-like machen. Willst du verteidigen, Bullesung? Ja. Alles Farin. Nein. Tordre lief rein. Nett angegriffen, diese Pussy. Ich werde jetzt taktisch nicht. Lang musst du nicht angreifen, ne? You know what? Fuck you. Tschüss. Kar. Aber wenigstens jetzt mit den Bildern eingestellt. In-game und jetzt wenigstens ist das Ding nicht mehr so groß. Wait a minute. Why does he have fusion monsters? Baroks. Lol. Ey, die Account-Verteilungspunkte bei denen sind halt echt weird. Wie lang ist? Das wird jetzt super nervig. Einfach weitermachen. Scheiß drauf. Scheiß um meine Zuschauer, wenn sie sich langweilen. Einfach Taktik machen, weil es geht nur ums Gewinnen. Das ist das, was mir Yu-Gi-Oh! Beigebracht hat. Es geht nur ums Gewinnen. Egal was. Noch ein Becher. Fusion. Und Schissmann und Frau. Und Frau und Mann und meine Frau. Gut. Drachenmeister Geier. Alte Geier. Und tschüss Geier. Wahrscheinlich kennengelernt zu haben. Tschüss. Oh, noch ein Geldkänz nach Shield. Ach, Langweiler. So wie ich. Aber ist mir egal, weil ich gewinne. Irgendwann in 100 Jahren. Alter, das ist halt mal die ultimative Taktik mit der Katapult-Schildkröte. Ich schör. Leon Moshe. Und ich kann nichts machen. Yay. Yay. Bin wieder dran. Und ich kann schon wieder nichts machen. Yay. It's your move. No. Gott. Why? Oh, why? Why do I throw all that crap? Oh.
Deck all deinen verdeckten Monster. Weißt du, böse bin. 2950. Da hat er richtig hoch geboostet. Der Booster. Na, no, hat er noch nicht genug angesprungen. Nicht schade. Juhu! Wenn ich ein Monster was benutzen kann. Aktiviere mein Monster, ist Effekt. Schiss, Mutter Chrissy. Langweilig. Yeah. Oh, come on. Stop giving me these level 5 monsters. Son of a bitch. Yay, ich aktiviere mein Monsters Effekt. Oh, Horn des Einhorns. Weißt du? Niemand braucht dich, will der Kaiser. Und niemand will dich auch haben. Niemand will Scharfen. Ochse. Ochsenknecht. Yay, Polymerisation. Tschüss, ich Spackos. Fusion zusammen. Drachenmeister Geier. Grund-ATK oder genereller ATK? Das würde mich jetzt mal interessieren. Nein. Genereller ATK. Cool. Ding, 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 ding. Nein. Horn des Einhorns. Better get your game on. Und tschüss. Niemand besiegt Panic. Niemand. Yugi, du warst unglaublich. Der Millennium-Pass hat mehr Macht als wir dachten. Yugi, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hier, nimm diese Stirnchips. Gehören dir. Nimm sie. Es tut mir leid. Aber ich kann sie nicht akzeptieren. Ich kämpfe meine eigenen Schlachten. Mai, Yugi riskierte sein Leben in diesem Duell für dich. Ich weiß, aber es hat keinen Sinn zu streiten. Sie ist viel zu dickköpfig. Aber wenn sie lieber von der Insel weggebracht wird, ich nehme sie gerne. Glaubst du, es ist lustig, dass ich all meine Stänze verloren habe, Joe Wheeler? Ich dachte, du willst sie nicht, Mai. Gib sie zurück. Natürlich kannst du sie haben. Sie sind deine. Wirklich, Joey? Hast du nichts von diesem Duell gelernt? Du kannst nicht immer deinen Abwehr halten, weil du sie wird nur zwischen dir und deinen anderen Menschen kommen. Die versuchen, deine Freunde zu sein. So kannst du nicht dein Schild unten lassen. Nur dieses eine Mal. Booster Pack. Oh, ein Spiegelcraft. Und, letzte Duell. Während Yugis Team ihren Weg durchs Turnier arbeiten, dreht sich unsere Geschichte nun zu Seto Koi über. Für einen Moment. Wie du dich erinnerst, Seto wurde nur einmal im Duell Monster besiegt. Und Yugi. Seto hat einen kleinen Bruder namens Mokuba. Pegasus entführte Mokuba und statt ihn in einen Kerker. Um Seto in der Falle zu locken. Und es funktionierte. Als Seto seinen Weg in den Kerker machte, um seinen Bruder zu retten, sprang Pegasus seine Falle und stahl Mokubas Seele, so wie von Yugis Großvater. Seto Koiba, kümmerst du dich genug um den Leben deines Bruders und versuchst seine Seele zu retten? Grr, du bist nicht menschlich.
ziemlich menschlich, eigentlich nur außerordentlich begabt. Pegasus warf eine Handvoll von Sternenchips zu Kaiba. Hier, du wirst diese für den Dragon Yugi benötigen. Warum machst du das? Meine Gründe gehen niemandem was an. Vielleicht mag ich nur den Kampf, das ständige Tausi zwischen dir und Yugi Boy. Oder vielleicht will ich etwas, das du nicht in der Lage bist zu begreifen. Spreche es aus, was willst du? Will? Ich möchte sehen, ob du in der Lage bist, kleinen Yugi in einem Duell zu besiegen. Und nur, wenn du ihn in einer demütigen Niederlage erfolgreich besiegst, erhältst du die Möglichkeit, mich zu duellieren. Dann, wenn du mich schlägst, verspreche ich, deinen Bruders Seele wiederherzustellen. Im Moment habe ich keine andere Wahl, als das Spiel zu spielen. Aber sobald ich Yugi besiegt habe, komme ich wieder. Und du besser machst dein Versprechen wahr, mein Bruders Seele wiederherzustellen. Denn wenn du dies nicht tust, werde ich eine große Freude haben, bei der Tränen von deiner Seele aus deinen Körper auf meinen ganz eigenen Weg. Und damit hatte Pegasus einen anderen Duellant unter seiner Kontrolle, um Yugi zu besiegen. Yugi und ich haben genug Chips, um nun in die Burg zu gehen. Ist es nicht so, Yugi? Ja. Endlich! Großvater, ich komme! Hey Leute, schaut! Du wirst nicht glauben, was uns den Weg in den Burg blockiert. Es ist Kaiba! Ich kann dich nicht reinlassen, Yugi. Ich habe 10 Sternchips gewonnen. Also geh zur Seite! Du hast vielleicht genug Sternchips gewonnen, um dich für die Duelist Kingdom Playoffs zu qualifizieren. Aber ich kann sie nicht verloren. Ich bin Pegasus dran, Fred. Er gehört nicht. Du und ich werden ein letztes Duell haben, Yugi. Ich werde dich nicht duellieren. Ich muss es nicht. Also nicht mehr so sicher, dass dein sogenanntes Herz der Karten dir hilft zu gewinnen. Du hast nur Angst, dass du mich nicht ein zweites Mal schlagen kannst, du Feigling. Halt dich zurück. Er hat nichts zu beweisen. Yugi, du meintest, du hast gewonnen, indem du das Herz der Karten angeklopft hast. Und für eine lange Zeit habe ich nicht gewusst, was das bedeutet. Aber jetzt glaube ich, weiß ich, was es bedeutet. Und es brachte Pegasus, um es mir zu zeigen. Er gab mir den Grund, mein Herz in die Karten zu setzen. Zum ersten Mal kann ich mit Feuer und Leidenschaft in einem Herzen duellieren. Yugi, du kannst dieses Duell nicht akzeptieren. Ich habe mich verändert, Yugi. Ich verdiene deinen Rückkampf. Gib mir eine Chance, dich jetzt zu duellieren, Yugi. Lass mich dich aus deinen richtigen Gründen spielen. Kaiba, ich akzeptiere dein Duell. Wir werden sehen, was du wirklich gelernt hast. Gar nichts. Das war nur ein Prank, ein soziales Experiment. Verdammt. Not again. Yugi, I'm going to destroy you. Langweiliges Deck. Ist mir egal. Ein Monster verdeckte Verteidigungsposition. Und eine Spiegelkraft verdeckt. Ich kenne deine Tricks, Yugi. Ich aktiviere Fluchzerstörer. Okay, der war jetzt gut. Ich bin leider nichts. Und Fluchzerstörer. Ah, Sündenböck ist zerstört. Nice. Und Angriff. Mystischer Genie der Lampe. Gut. Ich beende meinen Zug. Yugi. Du hast keine Chance gegen meinen pleugen weißen Drachen. Oh shit. Just in Duet. Mystische Elfe, du Noob. Ich beende meinen Zug, Yugi. Du bist dran. Bist du behindert, Yugi? Eigentlich schon, ja, aber... So meinte ich das jetzt auch nicht. Ich setze eine Karte verdeckt, beziehungsweise ein Monster und beende meinen Zug.
Tut mir leid, dass es gerade so stumm war, aber ich musste lesen. Etwas, wo ich mich sehr konzentrieren muss. Weil ich sonst zu kacke dafür bin. Ach. Okay. Bekennst du schon mal eine ultimative Dreckskombination, die niemand mag? Nein, ich auch nicht. Denn ich beschwöre Sagi, der dunkle Clown. Und aktiviere der Mann der verdeckte Karte. Kartenvernichtungsvirus. Tschüss, Sagi. Ein Kuribo. Was bist du für ein Mensch? Benutzt Kuribo. Hatte ich auf die Karte gesehen? Was für ein Scheiß? Dankeschön. Ja, Kunst der Beschwörer. Komm, erscheine. Bläuiger weißer Drache mit eiskaltem Blick. Nee, es heißt eigentlich nur weißer Drache mit eiskaltem Blick. Aber ich musste edgy wirken. Erscheine, bläuiger weißer Drache. Vernichte Yugis Monster. Aha, Kuribo. Ist mir egal, du hättest zwar keinen Schaden, aber dafür ein weißer Strahl. Und damit meine ich nicht. Ihr wisst schon. Das andere. Yugi, meine starken Taktiken funktionieren bei mir nicht. Dankeschön für die extra Lebenspunkte, du Idiot. Ich aktiviere den Effekt von Bläuiger Weißer Drache und greift der Monster. Angriff. Weißer Strahl. Das ist keine Chance. Ich beende meinen Zug. Gegen meinen bläuigen Weißen Drachen kommst du nämlich nicht an. Du bist zumindest viel zu edgy. Auch wenn ich nicht weiß, was es ist. Aber es klingt cool. Ich schwöre, Kampfochse. Und greife mit Kampfochse dein Monster, dein verdecktes Monster. Verdammt, das ist schon wieder outplayed. Das war das einzigste Mal, dass es passieren wird. Ich schwöre, Yogi. Ja, weißer Drache, weißer Strahl. Weißer Energiestrahl, meinte ich. Tut mir leid. Beende mein Zug. So, was sei so ein Monster, hm? Bringt dir leider gar nichts. Au, das bisschen. Ich heile mich dank deiner eigenen Karte, du Idiot. Nun, bläuiger weißer Drache, greif deinen herbeigerufenen Totenkopf an. Weißer Energiestrahl. Coole Animation, richtig? Ja, nur wirkt sie ein bisschen kacke, aber egal. Ich beende meinen Zug. Du bist dran, Yugi. Komm schon, zeig, was du drauf hast. Auch wenn es nichts ist. Aber ich glaube daran. Ach, come on. Was sehe ich denn für Kackkarten? Okay, blauiger weißer Drache. Greif an. Jawohl. Hey, ich beende meinen Zug. Du hast keine Chance gegen mich und meinen Skill. Netter Versuch, Yugi. Bei deinen Einschüchterungstaktiken funktionieren bei mir nicht. Ich flippe meine beiden Monster auf. Und greife dich mit bläuiger weißer Drache direkt an. Danach mit Wand der Illusion. Und danach mit Wand der Illusion. Das war's mit diesem Trauerspiel, Yugi. Yugi weigerte sich, seinen Angriff gegen Kava zu beenden, weil er körperlichen Schaden zugefügt hätte. Als Yugi sich weigerte anzugreifen, schlug Kaiba zu und nahm den Sieg. Ich kann es nicht glauben, der hinterließige Widerling wischte Yugi aus. Es tut mir leid, mein Großvater, aber das ist richtig getan. Du hättest Kaiba wehgetan. Und ich weiß, dein Opa möchte nicht auf dieser Weise geraten werden. Dann denke ich, bekam er, was er wollte. Wenn Yugi getan hätte, was getan werden musste, würde er in diese Burg einziehen, nicht ich.
Aber er war zu schwach, um sein Spiel durchzuziehen. Pegasus, sein Plan war perfekt ausgegangen. Gute Arbeit, Cowboy. Wie dir gewünscht, werde ich dein nächster Gegner sein. Dein Yugi spielt nicht annähernd so gut in diesen Rückkampf. Sein Geist ist gebrochen und sein Großvaterseele bleibt in Mainz. Sweet. Oh nö. Guck mal, noch eine Süße. Nun ja, das war's. Mit der ersten Folge von... nicht mit der ersten, mit der dritten Folge von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Wir sollen uns ja nächstes Mal dann und Show, ihr kleinen Spastis.